Los geht's. Dankeschön. Ja, grüß Gott und einen guten Abend aus dem verschneiten, aber nicht mehr zugeschneiten Kochel. Und ich freue mich, euch diesen Beitrag über das Sprachverarbeitungsmodell From Intention to Articulation vorstellen zu dürfen und vor allem auf unsere anschließende Diskussion. Herr Paul wird ja mit seinem Beitrag über Selma, der auch in der aktuellen UK-Zeitschrift veröffentlicht ist, dieses Modell nochmal zum Leben nochmal aktivieren. Und es gibt während des Vortrags auch eine kurze Pause, um Fragen stellen zu können, weil es schon ein recht theoretisches Modell ist. Und witzig ist jetzt schon als erstes, also Paul betont Level auf der zweiten Silbe, also jambisch. Ich kenne es jetzt bei uns aus den logopädischen Kreisen immer trochäisch betont, also Wilhelm Lehfeld. Wir gucken mal, wie es wird und ich hoffe vor allen Dingen, dass es nicht zu trocken wird. Paul, bitte die nächste Folie. Kann ich machen. Ich habe auf der Konferenz in Australien, habe ich bei den ganzen Niederländern gefragt, wie sie das machen. Die haben das abwechselnd benutzt, insofern. So, jetzt sind wir dran. Gut, und gleich die nächste Folie. Ja, das ist das Bild auf der Titelseite des Buches. Und wir hatten vorhin, als wir die Tonprobe gemacht haben, gesagt, dass dieses Bild, quasi die beiden Menschen im Dialog, dass das auch sehr schön passt zu dem Foto von Selma und Paul. Nächste Folie bitte. Vom Inhalt würde ich euch gerne eben zunächst was Persönliches zum Lehfeld vorstellen, dann eben eine Einführung in das Modell. Das besteht zum einen halt aus verschiedenen Komponenten und Verarbeitungswegen. Und im Zentrum des Modells steht das Zwei-Ebenen-Modell des mentalen Lexikons. Und dann ist es halt so, dass sich dieses Modell in zwei Richtungen lesen kann. Also primär einmal ist es entstanden als Sprachproduktionsmodell, das muss man wissen. Ich kann es aber quasi auch spiegelbildlich als Sprachverstehensmodell verstehen und dann gibt es eben noch kurz eine Zusammenfassung, Take-Home für euch und eben auch eine Kritik an dem Modell und halt eine Literatur, auf die ich mich jetzt hier in dem Vortrag beziehe. Nächste Folie bitte. Ja, Wilhelm Johannes Maria Lehfeld wurde am 17. Mai 1938 in Amsterdam geboren, ist also jetzt genau 80 Jahre alt und von der Fachrichtung her hat er zunächst an der Universität in Leiden in den Niederlanden Psychologie studiert, aber sein Fachgebiet war relativ schnell die Psycholinguistik, also diese Verbindung aus den beiden wissenschaftlichen Disziplinen Psychologie und Linguistik. Und ich habe mir mal aus der Vita so die wichtigsten Stationen rausgesucht. Er hat eben auch in den USA gearbeitet. Er hatte dort eben nach der Promotion eine Stelle am Harvard Center für kognitive Studien, hatte dann Professuren für experimentelle Psychologie und Psycholinguistik in den Niederlanden, in Groningen und Nijmegen. Und Anfang der 70er Jahre war er eben auch Mitglied am Institute for Advanced Study in Princeton. Und die Hauptstelle war dann eben 30 Jahre bis zur Emeritierung 2006, dass er am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen Direktor war. Also es gibt eben auch eben die Bemerkung, dass dieses Institut auch extra für ihn gegründet wurde. Und da sieht man einfach, was er für eine geistige Kapazität ist. Nächste Folie bitte. Ein kleinen Extra, vielleicht wusstest du es nicht, der hat auf der ISA-Konferenz in Maastricht gesprochen, in 1994. Okay. Ach, super. Da gibt es einen Abstract dazu, aber nichts weiter. Ja, er ist wirklich einer der bekanntesten
Wissenschaftler aus der Psycholinguistik weltweit. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, was die Psycholinguistik ist. Sie ist eben eine interdisziplinäre Wissenschaft aus der Linguistik einerseits und beschäftigt sich halt, das ist das Besondere, mit der menschlichen Sprachverarbeitung. Das ist quasi eben dieses Wort Psycho in dem Begriff, und zwar in der Schnittstelle zwischen Kognition und Kommunikation. Und die Psycholinguistik überprüft die Sprachverarbeitung mithilfe von experimentellen Methoden und nutzt theoretische Modelle als Instrument der Beschreibung. Und genau das werden wir jetzt auch in dem Modell von Lehfeld sehen. Ja, weiter bitte, Paul. Sprachverarbeitungsmodelle sind definiert, dass sie die Funktion besitzen, möglichst präzise die Verarbeitungswege sowohl in der Sprachproduktion als auch im Sprachverständnis eines Menschen vorherzusagen. Und sie sind halt für die Sprachtherapie ganz wichtig, weil ich ausgehend von diesem Modell eben erkennen kann, wo die Patientin, der Patient Probleme hat, und davon ausgehend dann sowohl in der Diagnostik als auch später in der Therapie meine Behandlung aufbauen kann. Hier sehen wir jetzt aus einer deutschen Veröffentlichung das Modell, was jetzt in der Sprachverarbeitung stattfindet, also in Bezug auf die Sprachproduktion. Und wir müssen das eben von oben nach unten lesen. Also wir sehen, oben gibt es die erste große Komponente, das ist der Konzeptualisierer, wo eben die Redeabsicht, also der Gedanke, den ein Mensch im Kopf hat, entsteht. Und daraus ergibt sich dann die präverbale Botschaft. Und dann kommt das eben in den Formulator, wo der Kern der Sprachverarbeitung stattfindet in Form eben von zwei Ebenen, wo die Äußerung halt sowohl grammatisch als auch phonologisch verschlüsselt wird und dabei eben auf das Lexikon, auf diese beiden Ebenen, wo wir auch noch zukommen, dann entsteht. Und das Endergebnis wäre halt der sogenannte phonetische Plan, der dann an den Artikulator weiter geschickt wird. Und daraus entsteht eben dann die sogenannte phonologische Wortform, also die Lautkette, die ich dann als Mensch ausspreche und die der andere dann auch als Sprache wahrnimmt. Also wenn wir uns das jetzt anschauen, dieses Modell, dann haben wir eben drei große Komponenten, den Konzeptualisierer, den Formulator und den Artikulator. Und eben nochmal innerhalb des Formulators ist die zentrale Größe das mentale Lexikon, was man rechts sieht. Ja, das Modell hat eine sehr große Bedeutung. Es ist zurzeit die detaillierteste und umfassendste Beschreibung von Sprachproduktionsprozessen. Und es wird in der Logopädie auch in allen Störungsgebieten verwandt. Also jetzt nicht nur im Bereich der sprachsystematischen Fächer wie Aphasien oder Sprachentwicklungsstörungen, sondern zum Beispiel auch im Bereich des Stotterns ist es weit verbreitet aufgrund seiner Qualität und seiner Details. Und vom Inhalt her ist es eben so, wie ich gerade schon gesagt habe, dass der Sprachverarbeitungsprozess im Konzeptualisierer vom Gedanken und der Redeintention bis zur konkreten Äußerung erfolgt. Ja, dann ist wichtig, welche Eigenschaften hat das Lehfeldsche Modell. Also es gilt als ein Hybridmodell. Hybrid meint einfach nur, dass es eine Kombination ist aus unterschiedlicher Verarbeitungsart, und es besteht eben einmal aus einer seriellen. Und seriell bedeutet in der Sprachverarbeitung, dass ich eine Abfolge von Verarbeitungsschritten habe. Also so wie wir es vorhin in dem Diagramm gesehen haben, dass ich eben dort Pfeile habe und sehe, in welche Richtung es geht. Aber das Modell ist eben auch interaktiv.
Man könnte auch sagen, connectionistisch. Das heißt, ich gehe von einer Sprachverarbeitung in Netzwerken aus, die hierarchisiert sind, die eben auch parallel aktivierbar sind, wo ich gleichzeitig eben zum Beispiel verschiedene Wörter aktivieren kann und es so eben zu einem Informationsfluss in beide Richtungen auch kommt und das eben nicht nur seriell in eine Richtung erfolgt. Dann habt ihr aber auch gesehen mit den einzelnen Kästchen, dass Lehfeld schon auch von einzelnen Modulen ausgeht, also die auch relativ autonom, also selbstständig für sich funktionieren können. Und die zweite wichtige Eigenschaft ist, dass dieses Modell von einer sogenannten inkrementellen Sprachverarbeitung ausgeht. Das heißt, dass Sprache unmittelbar im gegebenen Kontext und schrittweise Wort für Wort interpretiert wird. Also es wird quasi in der laufenden sprachlichen Kommunikation nichts vor einem weiteren Verarbeitungsschritt angesammelt, sondern es läuft quasi immer im Prozess diese Verarbeitung durch. Und jede einkommende Information, also zum Beispiel jedes Wort, wird dadurch unmittelbar im gegebenen Kontext interpretiert. Das ist halt auch der Grund dafür, warum wir so flüssig miteinander kommunizieren können und warum eben sprachliche Kommunikation auch so schnell vonstatten geht und so reibungslos, dass das aufgrund dieser inkrementellen Charakteristik ist. Und die Interpretation der Äußerung wird soweit erschlossen, wie es eben zum aktuellen Stand des Inputs möglich ist. Das heißt, ich versuche als Mensch immer einen frühestmöglichen Strukturaufbau zu schaffen. Und wir werden gleich sehen, indem ich zum Beispiel Hintergrundwissen mit einplane, was weiß der andere und daraufhin meine Äußerung ausrichte. Und das kann dann natürlich auch mal der Grund sein, dass es in der zwischenmenschlichen Kommunikation oder im Gespräch zu Missverständnissen kommt. Ja, hier habe ich jetzt nochmal von den Komponenten her den Sprachverarbeitungsprozess als erstes. Jetzt die Richtung, die wir vorhin auch gesehen haben auf der Grafik, die Sprachproduktion genommen. Und wir sehen eben jetzt diese drei Module, die es gibt. Der Konzeptualisierer für die konzeptuelle Ebene einer Äußerung, dann der Formulator für die sprachliche Äußerung und eben dann der Artikulator als sprechmotorische Ebene. Und insgesamt habe ich eben das aus einer Redeabsicht, aus dem Konzeptualisierer, dann eben im Artikulator eine konkrete sprachliche Äußerung wird. Ja, der Konzeptualisierer hat eben die Funktion, dass hier die Absicht einer Äußerung entsteht. Also so wie ich jetzt gerade versuche, euch dieses Modell zu erklären, also euch zu informieren, das wäre jetzt gerade meine Intention. Und beim Konzeptualisierer ist eben ganz wichtig, was ich schon mit dem Hintergrundwissen ansprach, dass er eine enge Verknüpfung zu den sozialkognitiven Fähigkeiten eines Menschen hat. Das heißt, ich habe einmal die Kommunikationssituation, die eben immer mit in meine Verschlüsselung mit eingebaut wird. Also wo befinde ich mich als Mensch? Dann eben das Hintergrundwissen, was ich eben mit dem Partner teile, wo habe ich eben hier gemeinsame Inhalte, wo weiß ich aber auch, dass ich zum Beispiel einen anderen Wissensstand habe als der andere. Also ich habe mich vorhin mit Paul unterhalten und habe ihm gesagt, dass ich jetzt seinen Artikel in der aktuellen Ausgabe
der UK-Zeitschrift noch nicht gelesen habe. Das war für Paul eine wichtige Information, sodass er jetzt auch über den Vortrag mit mir anders gesprochen hat, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich habe den Artikel schon gelesen. Dann, was wir im Moment alle gemeinsam haben, ist eben die Aufmerksamkeitsausrichtung jetzt auf dieses Sprachverarbeitungsmodell und eben auch nochmal die Theory of Mind, wo ich halt versuche, auch wenn ich euch jetzt nicht sehe, aber zu scannen, was eben hier eure Interessen sein könnten, wenn ich euch das Modell vorstelle. Ja, und die Redeabsicht im Konzeptualisierer, die entsteht eben in Form einer präverbalen Botschaft, also dass ich als Redeintention als Mensch immer drei Grundmotive habe, eben entweder eine Aufforderung oder Bitte, eine Information, wie jetzt gerade das Beispiel, dass ich euch das Modell vorstelle oder dass ich mit euch etwas teile. Und die Beispiele wären eben jetzt hier für eine Bitte, also ich hätte gerne eine Tasse Kaffee oder zur Information, den Kaffee findest du hinten im Schrank oder teilen eben, ja, mir ist gestern hier im Schneechaos was passiert. Und diese Absicht wird dann eben an den Formulator weitergeleitet und der Formulator wird jetzt diese Redeabsicht in eine sprachliche Äußerung übersetzen. Das heißt, die Äußerung wird sowohl lexikalisch, grammatikalisch und phonologisch verschlüsselt. Und im Zentrum dieser Verarbeitungswege, also sowohl in Bezug jetzt auf die Wortproduktion als auch auf das Wortverstehen, befindet sich eben das mentale Lexikon. Und wir sind ja im Moment noch auf diesem Weg vom Konzeptualisierer runter zur sprachlichen Äußerung bei der Sprachproduktion. Das heißt, ich erkläre das mentale Lexikon jetzt einmal so ausführlich. Nachher werden wir das dann auf dem Weg zurück vom Sprachverstehen her uns schon etwas kürzer anschauen können. Das mentale Lexikon ist eine ganz zentrale Größe und es stellt eben das Langzeitgedächtnis für Wörter dar. Und wichtig ist eben, dass man diesen Aufbau erkennt in die sogenannte Lemma und in die sogenannte Lexemebene. Und ihr seht, dass drumherum eben dann die verschiedenen linguistischen Bereiche, also die Semantik, die Bedeutung, die Syntax, der Satzbau, die Morphologie, Wortbildung, Wortbeugung und unten links die Phonologie als lautliche Struktur von Wörtern dann ihren Platz haben. Und die nächste Folie bitte. Wenn wir in der Sprachproduktion sind, dann habe ich eben jetzt als erstes die Ebene der Lemma und als zweites eben die Ebene der Lexeme. Das heißt, wenn ich mich jetzt sprachlich äußern möchte, also ich hatte mir den Satz überlegt, heute Abend findet wieder der Journal Club statt, dann erfolgt eben der Wortabruf bei der Wortproduktion nach diesem Modell sequenziell in den zwei Stufen. Zuerst Lemma, dann Lexem. Das heißt, das Wort wird zuerst auf der Lemma-Ebene aktiviert und danach erfolgt die weitere Ableitung des Wortes auf der Lexem-Ebene. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Was passiert auf der ersten Ebene, auf der Lemma-Ebene bei der Wortproduktion? Wörter sind in diesem mentalen Lexikon als sogenannte Lemmata abgespeichert. Und Lemmata sind eben die semantisch-syntaktischen Repräsentationen eines Wortes. Und Repräsentationen waren ja nochmal diese inneren Vorstellungen, die ich von einem Wort habe. Das heißt, im ersten Schritt wird zunächst die Vorstellung von der Wortbedeutung aktiviert. Also zum Beispiel Journal
Club. Wie heißt die Veranstaltung heute, wo wir uns treffen und halt über Fachliches austauschen? Und die Bedeutung, die Semantik wird dabei durch eine enge Verbindung zur Kognition unterstützt, indem zum Beispiel auf Weltwissen, also ich weiß, dass Journal Club eine Veranstaltungsart ist, wo ich mich über Literatur unterhalte oder eben auch Ordnungskategorien zurückgegriffen wird. Also dass ich eben hier weiß, es sind von der Art her ist es eine Veranstaltung. Wir sind eben jetzt hier im Journal Club und der findet auch digital statt. Ich bin jetzt nicht auf einem Vortrag oder in einem Unterricht oder in einem Seminar. Und das hilft mir eben auch schon dabei, die Bedeutung des Wortes zu verstehen und zeigt auch hier nochmal die Enge zur Kognition. Ja, und gleichzeitig geht Dilemma-Ebene neben der Aktivierung der Semantik aber eben auch schon in andere linguistische Richtung, nämlich dass ich mir jetzt schon von dem konkreten Wort, also Journal Club, eine Vorstellung mache von der Wortart, ein Substantiv, ein zusammengesetztes Substantiv, könnte man sagen, und dass eben schon die grammatische Funktion aktiviert wird. Und diese Informationen gehen jetzt weiter auf die zweite Ebene, die Lexemebene. So, das heißt, wenn ich jetzt nochmal diese erste Ebene, die Dilemma-Ebene, zusammenfasse für euch kurz und bündig, dann ist die Dilemma-Ebene das zusammengefasste Wissen aus der Wortbedeutung und den syntaktischen Eigenschaften eines Wortes, was jetzt natürlich vom Deutschen her beim Begriff Journal Club nicht so gut funktioniert hat. Aber wenn wir jetzt beispielsweise Abend nehmen, dann hätten wir da eben auch ein Substantiv, was ja eben weiter verschlüsselt wird. Und dieses Wissen ist jetzt quasi die Voraussetzung für die strukturierte, geordnete Weiterverarbeitung auf der zweiten Ebene, der Lexemebene. Das heißt, das Endprodukt der Lemma-Ebene wäre die abstrakte, semantisch-syntaktische Einheit eines Wortes. So, und auf der zweiten Ebene, auf der Lexemebene, da wird eben jetzt diese abstrakte semantisch-syntaktische Einheit. Ist was? Nee. Nee, okay, gut. Auf den jeweiligen Äußerungskontext abgestimmt und eben in eine passende morphologische Form überführt. Also wenn ich beispielsweise nochmal die Äußerung nehme, heute Abend findet wieder der Journal Club statt, heute Abend, dann muss ich eben Abend im Singular nennen. Es ist eine adverbielle Bestimmung, die mir auch ganz wichtig ist, die ich am Anfang der Äußerung platziere. Und die eben auch keine andere Endung haben darf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, heute Abenden findet der Journal Club statt oder heute Abends, dann würdet ihr sofort von eurem Sprachverständnis da sagen, was ist da los, das verstehe ich jetzt nicht, das ist ein Fehler. So, und gleichzeitig wird diese Einheit eben auch lautlich verschlüsselt, indem halt jetzt aus dem Lexikon die passende Wortform ausgewählt wird. Also wie heißt diese Tageszeit, an der ich das mache, an der die Veranstaltung stattfindet? Es ist das der Abend. Und was wichtig ist von der lautlichen Struktur des Wortes, das sind eben formale Aspekte, wie zum Beispiel der Anfangslaut, also A, und der Reim, Bend. Und ich habe eben auch eine bestimmte Silbenstruktur des Wortes. Also bei Abend wäre das eben ein Zweisilber und er ist eben auch trochäisch, also anfangsbetont. Ja, das heißt, die Take-Home-Message für die Lexemebene wäre eben, dass ab dem Schulalter ein Kind das Wort nach dieser Struktur Anfangslaut und Reim im mentalen Lexikon abgespeichert hat. Also das ist die Form, die wir nutzen.
Und diese zu Beginn abstrakte, semantisch-syntaktische Einheit aus der Lemma-Ebene ist jetzt am Ende des Verarbeitungsprozesses im mentalen Lexikon morphologisch und phonologisch festgelegt. Also ich habe gedacht, das könnte man halt so beschreiben, was born oder is born. Und das Endprodukt wäre eben jetzt im Unterschied zur Lemma-Ebene mit der semantisch-syntaktischen Einheit die phonologisch-morphologische Repräsentation eines Wortes. Ja, und jetzt kann ich eben auf der dritten Ebene diese morphologisch-phonologische Repräsentation des Wortes dann als sprachliche Äußerung artikulieren. Und das geschieht im Artikulator. Das heißt, im Artikulator wird ein sogenannter phonetischer Plan erstellt, der eben schon aus dem mentalen Lexikon jetzt an den Artikulator weitergereicht wird. Und dieser erzeugt eben artikulatorische Programme, welche dann die Artikulationsorgane steuern. Also dass ich eben weiß, dass ich bei Abend, bei A den Mund weit aufmachen muss, bei B habe ich einen Verschluss beider Lippen. Ich habe auch die Koartikulation des Wortes dann in das Bend hinein mit dem stummen Auslaut. Und genau das ist ja auch bei Menschen, die jetzt Probleme in der Artikulation zentral haben, zum Beispiel im Rahmen von einer Dysarthrie, ein ganz großes Problem. Gut, das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal den Sprachproduktionsverarbeitungsweg anschauen vom Modell Lehfeld, dann haben wir eben den Weg vom Konzeptualisierer, vom Gedanken zum Formulator, also zur sprachlichen Äußerung, die gebildet wird, und Artikulator, der diese sprachliche Äußerung dann in ein Artikulationsprogramm umsetzt. So, jetzt haben wir das Modell über den Weg der Sprachproduktion besprochen. Gibt es jetzt Fragen? Dann würde ich jetzt gerne zum Unterschied Wortproduktion versus Wortverstehen eben ein ganz kleines Rätsel euch vorstellen. Also bei der Wortproduktion muss eine Wortform sehr detailliert im Langzeitgedächtnis gespeichert sein. Und für das Wortverstehen ist es nicht notwendig. Da reicht bereits eben das Wiedererkennen einer Wortform aus. Und das ist eben auch der Grund, warum der passive Wortschatz eines Menschen größer als der aktive Wortschatz ist. Und dazu habe ich mir ein Rätsel überlegt, wo ich jetzt hoffe, dass das nicht zu einfach für euch ist. Okay. Also meine Frage an euch ist, wie hieß der zweite Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland? So, und wenn ihr jetzt den Namen sagen würdet oder aufschreiben würdet, dann wäre das eben jetzt dieser aktive Prozess des Wortabrufs. Jetzt hoffe ich, dass das nicht alle ad hoc können. Das Chatfenster ist ganz still geblieben. Okay. Ja, ich musste auch schauen auf der Homepage von den Bundespräsidenten. Nix. So, und ich könnte euch das jetzt dadurch leichter machen, dass wir eben jetzt es wechseln von der vom Wortproduktion zur Worterkennung her und würde euch jetzt eben verschiedene Namen angeben. Und da wäre jetzt halt der Ludwig Erhard, Heinrich Lübke, Konrad Adenauer oder Theodor Heuss. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie auch eine Folie übersprungen. Oder? Genau, das ist jetzt diejenige. Und jetzt wäre es schon
ein bisschen einfacher als der Wortabruf. Jetzt könntet ihr eben über Ausschlusskriterien überlegen und könntet zum Beispiel sagen, nee, also Konrad Adenauer, das war ganz klar Bundeskanzler, der war nie Bundespräsident, wie Ludwig Erhard halt auch. Oder Theodor Heuss, Moment, das war doch der erste Bundespräsident. Also das müsste dann eben Heinrich Lübke sein. Nochmal die nächste Folie. Genau, und das ist eben dann quasi die Auflösung. Das war der zweite Bundespräsident und zeigt euch eben nochmal auch die unterschiedlichen Verarbeitungswege, die ihr da beim Wortabruf oder Worterkennung gegangen seid. Ja. So, und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo ich dieses Modell gewissermaßen als Spiegelbild umdrehe. Das heißt, aus der Sprachproduktion wird jetzt das Sprachverstehen und jetzt müsst ihr eben von unten nach oben lesen. Also ihr habt eben ein sprachliches Signal, was über das Gehör dann in das erste Modul, nämlich in den sogenannten akustisch-phonetischen Prozessor kommt. Und bei dieser Analyse entsteht eben dann eine phonetische Repräsentation, wo ihr das Wort dann eben auch als Wort erkennt. Und dann findet eben jetzt parallel, wie es bei der Sprachproduktion der Formulator war, ist es jetzt der Parser, wo eben sowohl phonologisch als auch grammatisch das Wort entschlüsselt wird und eben eine lexikalisch-prosodische Repräsentation entsteht. Und auch hier wird wieder auf das mentale Lexikon zurückgegriffen. Und hier habe ich eben auch wieder diese beiden Ebenen, nur ist die Verarbeitung seriell jetzt genau umgekehrt. Also Lexem wäre die erste Ebene, Lemmata wäre die zweite Ebene. Und darüber entsteht eben wieder das Verstehen einer sprachlichen Äußerung. Und gut finde ich eben hier die Übersetzung. Es handelt sich allerdings um die wörtliche Bedeutung. Das heißt, ich muss dann wieder über meine sozial-kognitiven Fähigkeiten im Konzeptualisierer nochmal versuchen, mithilfe der Situation, des Weltwissens herauszufinden, was tatsächlich mit der Äußerung gemeint ist. Also nach Grice, genau, dass man auch versteht, was der andere meint. Ja, und das gucken wir uns jetzt noch mal kurz im Einzelnen an. Das heißt, ich habe eben den Sprachverarbeitungsprozess beim Verstehen diesmal genau andersrum. Es kommt eben beim akustisch-phonetischen Prozessor zu der Transformationsebene, dass daraus eine sprachliche Äußerung entsteht, die dann eben im Parser analysiert wird und die eben dann auch nochmal im Konzeptualisierer auf der konzeptuellen Ebene analysiert wird. Genau. Das heißt, im akustisch-phonetischen Prozessor wird das sprachliche Signal in eine phonetische Repräsentation umgewandelt. Ich muss es als Mensch eben auch erstmal als Sprache erkennen und dann eben auch phonetisch in die einzelnen Laute, die mir halt von meiner Muttersprache vertraut sind und die ich dann eben auch an den Parser mit der phonologischen und lexikalischen Komponente weiterleiten kann. Weitergeleitet zum Parser passiert dann eben, dass diese phonetische Repräsentation wieder unter Zuhilfenahme des mentalen Lexikons zunächst phonologisch, dann grammatikalisch entschlüsselt wird. Und ich eben jetzt wieder den Rückgriff auf das mentale Lexikon habe. Und diesmal eben umgekehrt, also ihr müsst es wirklich spiegelbildlich sehen. Ich habe halt als erstes die phonologische Repräsentation,
auf der Lexemebene, die dann halt über die semantisch-syntaktische Ebene in diese Struktur der Semantik überführt wird, semantik-syntaktisch. Ja, das heißt, nochmal jetzt beim Sprachverstehen die erste Ebene, Lexemebene. Beim phonologischen Entschlüsseln wird eben auf diese zurückgegriffen, damit halt die phonetische Repräsentation in eine segmental und morphologisch organisierte Silbenstruktur gegliedert wird und die Wortbetonung, das war halt die Prosodie, unterstützt den Prozess. Also segmental ist halt wirklich dieses Erkennen, dass Sprache in Silben aufgebaut ist und morphologisch nochmal, dass ich dann anhand, wie der Paul schon sagte, mit den Flexionen klar erkenne, wo fängt ein Wort an, wo hört ein Wort auf und dann eben diese Silbenkette bereits eine erste Struktur erhält. Und das Ergebnis dieses Sprachverstehens Prozesses ist halt eine lexikalisch-prosodische Repräsentation, die dann an die grammatische Entschlüsselung auf der Lemma-Ebene weitergeleitet wird. Und auf der Lemma-Ebene ist es jetzt so, dass bei dem Entschlüsseln der Wortstruktur sowohl die Syntax als eben auch die Semantik mit einbezogen werden und Lehfeld geht halt davon aus, dass diese beiden Schritte relativ unabhängig voneinander erfolgen, also Syntax und Semantik. Ich brauche aber eben beide, damit ich tatsächlich das Wort in seiner Ganzheit entschlüsseln kann, weil ihr ja wisst, dass ich einmal eine Bedeutung auf der Wortebene habe, aber es gibt eben in der Linguistik auch dieses ganz wichtige Prinzip, dass Wörter ihre Bedeutung erst auf der Satzebene erhalten. Also ich muss das jeweilige Wort immer im Zusammenhang mit den anderen Wörtern in der Aussage sehen, um es korrekt interpretieren zu können. Also wir reden eben nicht in dieser Ich, Tarzan, du, Jane Sprache miteinander, sondern die Grammatik hilft uns ja eben, Wörter zueinander in Beziehung zu setzen und Wörter bekommen eben auch eine ganz neue Bedeutung oder können eine ganz neue Bedeutung bekommen, je nachdem, mit welchen anderen Wörtern sie auf der Satzebene kombiniert sind. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum diese Schritte relativ unabhängig voneinander sind. Also die isolierte Wortbedeutung, die ja häufig auch in Sprachtests abgefragt wird, ist nicht mit dem gleichzusetzen, was halt auf der Satzebene passiert. Ja, und da habe ich jetzt eben auch nochmal von der Worterkennung ein kleines Beispiel für euch zum Schluss. Also wenn ich die Äußerung habe, ich hätte gern eine Tasse Kaffee und Kaffee ist jetzt eben diese phonologische, morphologische Repräsentation, dann verbindet ihr das auch direkt mit einer inneren Vorstellung, also mit einer semantisch-syntaktischen Repräsentation und wisst, was ich meine, eben dieses Heißgetränk aus Kaffeebohnen. Und wenn ich halt stattdessen sagen würde, ich hätte gern eine Tasse Lomé, dann ist das als phonologische Repräsentation kein Wort der deutschen Sprache, wo ihr dann eben beim Rückgriff auf die Lemma-Ebene da eine Entsprechung im mentalen Lexikon finden würdet. Das heißt, ihr habt keine Ahnung, von was ich rede und was ich gerne haben möchte in meiner Tasse. Und beim Konzeptualisierer ist es dann so, dass die sprachliche Äußerung, wie ich schon sagte, mit Hilfe wiederum von sozial-kognitiven und pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten richtig interpretiert und verstanden werden muss. Auch da habe ich zum Schluss jetzt nochmal versucht, diesen trockenen Vortrag mit einem Beispiel zu veranschaulichen.
Also nochmal das Beispiel, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Und wenn ich diese Äußerung höre als Kommunikationspartner dieser jungen Frau, also ich bin jetzt zum Beispiel von der jungen Frau die Kommilitonin, ich bin auch mit ihr befreundet, ich weiß, dass sie Kaffee mag. Die Situation ist, wir sind gerade zusammen bei den Special Olympics, haben einen anstrengenden Tag dort hinter uns, haben viele Menschen im Gesundheitsprogramm untersucht und ja, sie bittet mich jetzt um eine Tasse Kaffee. Ich frage mich aber, steckt da vielleicht mehr hinter? Möchte sie mit mir gemeinsam eine Pause machen und dann schaue ich mir an, eben von der Theory of Mind, wie sieht sie aus? Sie ist ziemlich blass. Ja, sie sieht müde aus, aber vielleicht braucht sie einfach auch jetzt nur eine Pause und möchte mit mir ein bisschen sich entspannen und erzählen. Ja, und damit hätten wir eben jetzt diesen anderen Verarbeitungsweg, also diesen Weg über den akustisch-phonetischen Prozessor, den Parser und den Konzeptualisierer besprochen. Und ich habe jetzt quasi beide Verarbeitungswege, also Sprachproduktion und Sprachverstehen, zusammengebracht. Das ist sogar ganz gut geworden, weil ich die Grafik nicht selbst erstellt habe, sondern beide aus einem Buch über Aphasiologie halt rauskopiert habe. Aber es sieht echt tatsächlich ganz gut aus. Und ich finde schön, dass man jetzt auf dem Bild nochmal diese zentrale Größe des Lexikons sieht in der Mitte. Und ihr habt eben links von oben nach unten den Weg der Sprachproduktion und rechts von unten nach oben den Weg des Sprachverstehens. Dann würde ich gerne noch abschließen mit der Kritik. Okay, da, ja. Also wie ich schon sagte, Lehfelds Modell ist weit verbreitet in der Logopädie. Es ist auch sehr etabliert und anerkannt, also auch wenn es von 93 ist. Ich habe dann halt nochmal auch mir internationale Literatur angeschaut und da, wo der größte Kritikpunkt kommt, also wo die Achillesferse sozusagen ist, von einem Wissensstand halt jetzt von 2018, 19 aus, ist halt, dass man von einer modularen, sequentiellen Verarbeitung her ausgeht. Man sagt halt heute, dass es sich in der Verarbeitung von Sprache eher um ein integriert dynamisches Modell, um ein sogenanntes multidimensionales Modell handelt. Und dieses Modell, das finde ich jetzt halt auch nochmal für die unterstützte Kommunikation speziell spannend, gibt es eben auch zum Thema Mehrsprachigkeit. Und wenn das Modell zum ersten Mal veröffentlicht wurde, 89. Und da ist es so, dass ich eben im Konzeptualisierer, dass der sehr sprachspezifisch bei Mehrsprachigkeit zu sein scheint. Also man fragt sich dann schon auch immer, wie ich in meiner jeweiligen Sprachgemeinschaft meine Absicht ausdrücke. Und im Bereich jetzt des mentalen Lexikons, das fand ich auch nochmal ganz interessant, geht man eben heute davon aus, dass es sich um ein gemeinsames Lexikon handelt, auch wenn ich mehrere Sprachen habe, also auch zum Beispiel wie in der UK, wenn ich mich halt über Minspeak ausdrücke, aber eben lexikalische Elemente in den verschiedenen Sprachen sind gemeinsam gespeichert. Ich habe aber auf der Lemma-Ebene mehrere Einträge für eine Bedeutung. Also das ist eben das, wenn ich dieses Code-Switching mache, wo ich so schnell hin und her springen kann. Und natürlich verfügt dann auch der Artikulator über verschiedene sprechmotorische Pläne und ist eben dann nicht sprachspezifisch. Und das kann man über UK dann ja über die Ikonensequenzen zum Beispiel sich auch ganz gut vorstellen.